Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, vielen Dank für die Aufmerksamkeit schon vor meiner Rede. Das Kulturfördergesetz, ja, man kann es so sagen, es ist eine geplatzte Blase. Es wurde der Kunst- und Kulturlandschaft als Mittel gegen den Druck aus Richtung der Finanzpolitik angekündigt. Viel wurde über Regelung und Absicherung von Kulturaufgaben in Land und Kommunen gesprochen und viel wurde versprochen. Übrig geblieben ist nicht viel. Teils aus nachvollziehbaren Gründen, die mit der Landesverfassung zu begründen sind, die aber, die dem Kulturfördergesetz die Zähne gezogen haben, das waren die rot-grünen Finanzpolitiker. Denn sie, die Finanzpolitiker, haben das Gesetz zu einer Aneinanderreihung von schönen Worten und Notlösungen degradiert. Und da gibt es eigentlich nichts weiteres zu sagen. Aber etwas zu unseren eigenen Themenschwerpunkten möchte ich sagen. Wir haben zusätzlich zur Beschlussempfehlung aus dem Ausschuss, um die es jetzt gerade hier geht, einen Änderungsantrag eingebracht. Und ich werde mal so die wichtigsten Punkte durchgehen, damit sie eventuell der Nachwelt erhalten bleiben und vielleicht beim nächsten Anlauf ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen. Zuallererst die Fokussierung auf Kinder und Jugendliche. Ja, es wurde zwar im Verlauf leicht abgeschwächt, diese Fokussierung, aber unsere Forderung, die explizite Erwähnung der Erwachsenen- und Seniorenbildung, die ist ausgeblieben, obwohl wir das mehrfach angeregt haben. Wer das Ziel lebenslanges Lernen ins Gesetz schreibt, soll doch bitte nicht nur die Altersgruppen jenseits der Teenagerjahre mitnehmen, sondern sie auch benennen. Genauso problematisch ist die exemplarische Aufzählung besonders förderungswürdiger Teile der Kulturinfrastruktur in NRW. Uns ist die Erwähnung und Würdigung der Spielstätten und Clubs der musikalischen Subkulturen, der Off-Kulturen, ganz besonders wichtig. NRW ist und war in seiner jüngsten Geschichte berühmt für seine Subkulturen und den Innovationen, die aus NRW hervorgingen. Man denke da einfach mal zurück an Kraftwerk, die aus Düsseldorf heraus die Musik weltweit revolutionieren. Dafür ist es wichtig, die musikalischen Subkulturen auch im Kulturfördergesetz als festen Teil der kulturellen Infrastruktur zu repräsentieren. Hier gibt es bei uns Bühnen für aufstrebende Musikerinnen und Musiker, für DJs und Produzenten. Eine Erwähnung findet aber nicht statt, obwohl wir dies mehrfach angeregt haben. Zum Kulturförderplan. Dieser wurde konzipiert, um über die Legislaturperioden hinweg die Kulturhaushalte zu stabilisieren. So können Kulturakteure etwas besser mittelfristig planen. Aber die Aufstellung des Plans obliegt dem Ministerium in Einvernehmen mit dem Landtag. Oberflächlich betrachtet ist dieses parlamentarische Prinzip auch demokratisch legitimiert. Aber wollten wir nicht eigentlich Partizipation? Also die Beteiligung derer, die eben davon betroffen sind, unter diesen Umständen, kann man die hier eingebrachten Regelungen eigentlich nur ablehnen. Denn die Organisationen und Verbände der Kulturlandschaft direkt oder viel stärker bei der Aufstellung des Kulturförderplans zu beteiligen, das wäre erstrebenswert. Dasselbe gilt für die kommunalen Spitzenverbände. Wir wollen mehr Partizipation derer, die von dem Förderplan wirklich betroffen sind. Aber das ist scheinbar nicht gewollt. Auch bei den Fördervereinbarungen, die das Ministerium mit einer Kommune abschließen kann, haben wir versucht, die kommunal geförderten Kultureinrichtungen nebst den kommunalen Einrichtungen zu berücksichtigen. Aber auch ist dies scheinbar nicht gewollt. Stattdessen bevorzugt die Neuregelung im Beschlussvorschlag die bereits etablierten und benachteiligt die Neugründungen. Gerade die Einrichtungen, die keine Landesförderung bekommen können oder wollen. Genauso unmöglich ist scheinbar auch die gesetzliche Absicherung der Kunst- und Kulturgüter im landeseigenen Betrieb. Und ich frage mich an dieser Stelle, hat die Landesregierung aus dem Aufschrei der Kunst- und Kulturszene in NRW nach den Warhol-Verkäufen nichts gelernt? Scheinbar nicht. Wir haben verschiedene Vorschläge gemacht, auch mit den Fraktionen der FDP und CDU, um wenigstens einen beschränkten Schutz durch Beteiligung von unabhängigen Gremien ins Gesetz festzuschreiben. Nun, das ist scheinbar auch nicht gewollt. Mein Fazit: Rot-Grün zieht hier sein Ding durch. Andere Meinungen und Ideen zählen nicht.
Man hätte so viel mehr aus dem Kulturfördergesetz machen können, aber das war scheinbar nicht so gewollt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Lamm.